Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal in dem 7er Premium Belohnungspanzer, den man kriegt, wenn man jetzt sich noch einloggt und schon 4 Jahre der Account existiert. Auf einem 7er Top Tier Match auf Vardy. Ne? Wir haben hier eine Super Hellcat. Das ist natürlich ein super Ding, hat einen sehr, sehr guten Tarnwert. Die fahre ich hier mit, mit einem verbesserten Richtantrieb, mit einem verbesserten Drehmechanismus, mit Scherenfernrohr und wie man sieht mit Tarnnetz. Weil, ne, wir haben hier natürlich die Option, sehr, sehr gut in den Büschen stehen zu können und nicht aufzugehen, wenn wir schießen oder zumindest sehr gut gesehen zu werden. Und ich verspreche euch, die Runde wird phänomenal, ja. Das ist eine meiner insgesamt besten Runden. Ich hatte am Ende so einen riesigen Puls. Also ich war... Puh. Mir hat wirklich einiges da... Vorne, hinten, überall. Hier bin ich wahrscheinlich schon offen. Ich habe übrigens keinen siebten Sinn. Sechsten Sinn, meine ich. In dem Panzer, die Crew ist noch, ich glaube auch so auf 180% oder so. Also ich habe hier noch nicht so wahnsinnig viele Skills drin. Und das wird mir ein bisschen zum Verhängnis werden. Also ich werde zeigen, was der Panzer hier kann in dem Match und was er vielleicht nicht so kann. Zum Beispiel nicht realisieren, dass der MT25 mich sehr, sehr sicher gesehen hat. Werden wir gleich mitkriegen, dass der MT25 mich sehr, sehr sicher gesehen hat, während er da gegenüber steht. Ich hatte gehofft, hier eigentlich aggressiv da reinfahren zu können, ohne gesichtet zu werden und irgendwas zu besnipen zu können. Aber es ist halt ein Begegnungsgefecht und nicht, wie ich gehofft hatte, ein normales Standardgefecht. Dann wäre nämlich deutlich mehr unten los. Und der T-52 hat mich sicher auch gesehen und wird schon mich geschossen, aber aus irgendeinem Grund interessiert mich das nicht. Also ich habe es nicht so richtig realisiert, aber die Arti hat es realisiert. Ja, und wir haben natürlich im Gegnerteam eine M44, die ist ziemlich genau. Ich bin ein offener Panzer mit HE-Splash, das tut mir immer sehr weh. Auf der anderen Seite habe ich gerade ein bisschen Assist auf den T-52 gekriegt. Ja. Also bis jetzt war einfach nur die Idee, ich versuche da die Mitte ein bisschen zu bespielen, zu besetzen, da die Büsche zu benutzen. Die M44 ist natürlich ein bisschen frech, aber der T-52 auch. Also bis jetzt habe ich hier einfach nur geguckt, wie das Gefecht entwickelt, wo ich wirken kann, wo ich hinfahren kann, wo ich helfen kann. Ich wollte natürlich an der Stelle stehen, wo ich möglich in alle Richtungen so ein bisschen wirken kann mit der... Mit der Kanone gegen 7er, die hier irgendwie 250 Alpha oder sowas hat, das ist schon sehr, sehr gut. 240, also das tut denen echt weh. Ja, ihr seht ja gerade noch, dass ich kurz davor einen Tiger 2 Match gespielt habe, was eigentlich super stark für mich gespielt war, aber leider haben wir es dann doch weggeworfen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier die Heavies in der Mitte durchpushen und mich dadurch aufspotten. Gleichzeitig versuche ich dort halt auf die Entfernung ein bisschen Sachen zu scouten, zu schießen. Wir haben vorhin schon dem mal in die Ketten geschossen. Jetzt ging es wieder vorbei, weil wir nicht genug vorgehalten haben. Das ist natürlich schade. Und da wusste ich nicht, dass dort ein Hügel ist. Ich dachte einfach, der fällt gerade runter weiter. Dü-dü-dü-dü-düm. Blöd gelaufen. Und ich muss ein bisschen abgucken, wo was ist, wo in welche Richtung ich schießen kann und darf und wie die Linien sind. Ich habe immer noch das hier unten im Blick, der IS-2S. Der hier vorwärts drückt, deswegen ziehe ich mich gerade zurück und aim so ein bisschen ab, dass wenn er um die Ecke kommt, gebe ich ihm eine. So jetzt. Wir fahren noch weiter zurück, dass er mir nicht zurückschießen kann. Was natürlich bedeutet, er fährt hier in einen Nashorn, Hellcat und mich Kreuzfeuer rein. Der war ein bisschen frech, dass ich da noch das Köpfchen von ihm getroffen habe. Achso, und A46 natürlich, der schießt auch auf ihn von hinten. Und ich will nicht pieken. Also der macht mir zu viel Damage. Lange in meine Richtung guckt, will ich nicht pieken. Wer nicht mehr in meine Richtung guckt, kann ich schießen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen hochgekommen und hinten am Ende abgeprallt. Der T50 aber rechts von mir wird glaube ich jetzt pushen, beziehungsweise wird die Arti mir wahrscheinlich gleich wieder eine geben, weil ich mir jetzt permanent offen durch den IS-2. Und hier ist ein T52 rangefahren. Das habe ich glaube ich im Game nicht realisiert, dass der rechts von mir am Stein steht jetzt und mich sehr wahrscheinlich sehr häufig aufmachen wird. Auch wenn ich hier in dem Ding drin stehe, da ist er wieder. Also einfach am Wegfahren aktuell. Und da hätte ich gerne einen M4 eingegeben, aber zu spät realisiert. Aber er steht ja zum Glück relativ offen. Da können wir ihm dort eine geben. Einfach mal Pop machen. Pop goes the weasel. Und mein Team hat bis jetzt immer noch ganz gut gehalten. Steht 5-4. Das sieht eigentlich nach einem relativ guten Match aus. 6-4. Jetzt wird halt im Süden gepusht. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das so schlau ist.
Wir hatten hier in der Mitte noch einen T29, der natürlich super gut steht, wenn er halt unten steht. Aber unser 45 TP rechts oben stirbt jetzt, weil er alleine ist. Der ES hat sich zurückgezogen und ihn dort alleine gegen zwei oder drei Gegner, vier Gegner sogar fast stehen lassen. Hier würde ich aber dafür ein bisschen aggressiv vorpushen, weil ich die Idee hatte, vielleicht rechts reinschießen zu können. Beziehungsweise vielleicht den MT25 zu spotten, bei dem ich immer noch denke, dass er hier so links gegenüber steht. Aber no spotty. No spotty, nix gut. Und die Arti hat schon wieder auf mich geschossen. Ich bin natürlich ein dankbares Ziel für die Arti. Das ist einfach mal Fakt und denke mir, ich will hier nicht noch länger stehen. Da ist der MT25. Will nicht noch länger drauf gehen. Ich habe natürlich auch keine richtig gute Gun Depression, aber ich kann mich hier hinstellen und dann Richtung Nashorn schießen, wenn sie das da unten aufmachen. Das ist eine, die Position habe ich mir einfach so mal spontan gesucht, die ist aber super stark, wenn da drüben Sachen aufgehen. Da ist einfach mal das Nashorn raus. Das waren mal entspannte 443 aufs Nashorn. Dass der... Dort habe ich nicht gesehen gleichzeitig, dass wir dort hätten schießen können, weil sie offen waren. Und sie pushen aber jetzt hier in die Mitte rein. Das heißt, ich muss zurückfallen, weil ich sonst irgendwo im Kreuzfeuer stehe. Und muss versuchen, meinen Leuten das hier oben die Ecke ein bisschen zu verteidigen. Dass sie die nicht einnehmen können, einfach auf meine Leute runterschießen. Deswegen hier jetzt die Idee, Wheelie! Hier die Idee, hinten auf die typische TD-Ridge zu fahren. Aus dem Grund sucht der IS, tut ja noch Sachen ab. Und wenn ich dann hier stehe mit Scheren, Fernrohr und Tarnnetz, sollte das eigentlich relativ entspannt sein, dass ich den da sehen und beschießen kann. Für mich selber gespottet. Der T29 ist inzwischen hochgepusht, aber ich bin ja dort weggefahren. Wieder zu spät realisiert, dass der komplett in meine Richtung steht. So, jetzt ist er One-Shot, der IS. Aber ich lade nicht rechtzeitig nach. Der ist vorher hinter der Düne. Blöd gelaufen. Außer er kommt nochmal vor. Dann nehme ich mir den halt mit. Wir sind schon bei 2000 Damage, ne? Während wir hier rumgesniped haben und so ein bisschen Sachen mitgenommen haben. Der steht komplett offen für mich. Natürlich, Dankeschön. Nehmen wir den auch noch mit. Steht ein T29 oben. Der hat natürlich, wenn dort niemand ihn bedrohen kann aus mehreren Richtungen, eine sehr, sehr starke Position da zu stehen, ne? Steht Halldown dann wahrscheinlich. Nashorn und IS versuchen ihn, glaube ich, jetzt anzugehen. Der IS aber ein bisschen zögerlich an der Stelle. Oder ein bisschen langsam, je nachdem. Weiß nicht, warum ihn jetzt so nah ranfährt. Das verstehe ich nicht, weil jetzt kann der T29 komplett Halldown stehen. Und er wird gleichzeitig vom T43 mit auseinandergenommen. Der IS ist doch zumindest so ein smarter Spieler, dass er dort nicht gucken geht. Obwohl das könnte und einfach wartet, bis der T43 den da rausnimmt. Meanwhile bin ich anscheinend auch offen, ne? Ich habe halt keinen sechsten Sinn. Und die Arti hat Bock auf mich. Aber wir versuchen durchzucappen. Es steht immer noch 11 zu 10. Wir haben drei Leute unten in Cap-Nähe. Blöd ist natürlich, dass der T29 oben drüber steht. Wenn sie aber hinter dem Kloster bleiben würden, sollte es eigentlich relativ entspannt sein. Außer die Arti resettet sie, aber selbst Arti safe könnte man sie wahrscheinlich... Man könnte wahrscheinlich T29 safe und Arti safe stellen. Nur der T50-2 ist natürlich blöd. Der kann dort einfach free... Resets machen. Und ich spiele das hier noch ein bisschen defensiv, weil ich kann den T29 nicht facen, wenn er dort am Steinchen steht. Leider. Aber der T150 fährt aus irgendeinem Grund aus dem Cap raus und dem Dingens hinterher. Dem hat den T50-2 versucht zu chasen, der aber jetzt verunfallt ist. T29 hat sich bewegt und fährt in meine Richtung. Ich versuche jetzt hier irgendwie die Bodenplatte oder die untere Wanne reinzukriegen, um da pennen zu können. Habe leider einen Boden davor geschossen, aber ich sollte nicht aufgegangen sein, weil ich immer noch hinter dem Busch stand. Warum ich den T29 nicht mehr sehe, weil er ist ja offensichtlicherweise nicht verschwunden, ist mir nicht ganz klar. Ich vermute jetzt, dass er hier links runtergefahren in die Senke. Und wenn er hier Halldown hochpushen kann, habe ich ein großes, großes Problem. Also muss ich mich verziehen. Ich habe nicht den Verdacht, er will mich wegmachen, weil ich bin für ihn One-Shot, logisch. Gefährliche Kanone. Und ich warte, dass er durch die Senke durchgefahren ist, damit ich möglichst hinten rumfahren kann, ungesehen. Er taucht nicht auf, also entweder ist er schon rumgefahren. Oder eben nicht. Jedenfalls scheine ich hier ungesehen durchgekommen zu sein, weil ich denke, sonst hätte ich den T29 auch gesehen. Und fahre jetzt hier schön außen rum, um entweder den T43 in den Rücken zu fallen, oder mich mal um die Arti zu kümmern, die Gegner immer noch haben. Was natürlich, boah,
Das ist ein bisschen eine Mammutaufgabe dafür, dass ich One-Shot bin. Und ja, unsere Art ist gerade rausgegangen. Ich vermute mal, der T29 hat sie aufgedeckt. Ohne dass die Arti halt ihn gesehen hat, weil Arti keine Sichtweite hat. Das bedeutet für mich jetzt nicht T43 angehen, sondern Arti angehen. Der T43 war, glaube ich, noch nicht One-Shot. Genau, ich bräuchte zwei Schüsse für ihn und ich finde die Arti die gefährlichere Option. Weil ich auch dann eine Weile nachladen muss, muss erstmal finden, muss nachladen. Letztlich kann die Arti mir noch einen Schuss geben und mich rausnehmen. Währenddessen, wenn ich jetzt hier die Arti rausnehme, wahrscheinlich niemand in ihrer Nähe sein wird, um sie irgendwie zu verteidigen, weil die alle sehr, sehr in der Mitte um den Spot Punkt beschäftigt sind. Und die Arti steht an der üblichen Position. Da ist sie fast tot. Die dreht sich noch. Aber das sollte sie ja nicht einziehen können, ne? Habe ich mir gedacht. Sie hat mich fast getötet. Sie hat mich für 130 gesplasht, wo ich 141 HP hatte. Aus der Drehung mit minimalem Einzielen. Das ist schon bitter, aber jetzt ist zumindest die Art hier raus. Jetzt haben wir noch T43 und T29 vor mir. Und ich habe einen One-Shot IS und einen One-Shot P43 dummerweise. Für beide sind die One-Shot. Also für T29 One-Shotet beide und T43 auch. Was? Nee, T29 One-Shot nur den IS. Der T43 soll nicht den IS One-Shotten mit 289. Aber sie können sich natürlich theoretisch passend aufteilen, weil beide noch genug HP haben. Da wird irgendwie nicht getradet. Da ist schon der erste raus. Schön langsam, einen nach dem anderen. Ich versuche noch ein bisschen Backup zu geben, beziehungsweise ein bisschen mich in eine Plusposition zu bringen. Dort nehmen wir mal den T43, bei dem wir sicherer durchkommen. Damit kann ich den auf One-Shot bringen. Also ich hätte beide auf One-Shot bringen können. Aber ich habe versucht, noch den T43 rauszunehmen. Leider ist die Kugel da ins Wrack gegangen. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt cappen die dort. T43 ist One-Shot, den will ich eigentlich als erstes rausnehmen. Ich bin jetzt zum Glück, habe ich einen guten Tarnwert und T29 steht noch drauf. So, Tarnwert ist. Ne, nicht T29, T43. Kanone rausnehmen und kann weniger auf mich schießen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier aufgegangen bin, das ist so ein bisschen das Problem, oder ob ich überhaupt offen war, weil die haben die Position gewechselt. Entweder war es, weil sie einen sechsten Sinn haben. Oder weil sie mich gesehen haben, aber dann hätten sie, glaube ich, zurückgeschossen. Es wäre viel sinnvoller gewesen, einzuziehen und versuchen zurückzuschießen. Beide. Unsere 45 TP ist, ich meine, wir verlieren das. Ja, der ist ein bisschen negativ im Chat, aber ich gebe mir Mühe. Hier hatte ich schon richtig Puls. Einer gegen 1 gegen 1 jetzt. So, Überraschung. Jetzt ist auch One-Shot. Ich denke, ich bin gesichtet worden. Deswegen wollte ich nicht für den zweiten Schuss gehen hier. Jetzt fährt der T29 runter. Das heißt, er geht aus meinem Schussbereich raus. Und ich denke, er wird jetzt versuchen, mich hier zu pushen. Na? Das bedeutet, ich muss irgendwie außen rumfahren. Beziehungsweise irgendwie ihn überraschen, dass er nicht in meine Richtung aimt, um ihn dann zu killen. Deswegen gucke ich gerade, ob ich hier noch einen Schuss kriege, wenn er hier irgendwie rumfährt. Er wollte sicher gerne, dass er nicht nach links fährt. In dem Fall, dass ich Cover habe zum Weggehen. Hier sehe ich ihn nicht. Also denke ich mal, er ist schon weiter rumgefahren. Wobei ich mir nicht sicher war, ne? Also Puls 180, nicht sicher, wo der T29 hingefahren ist und wo ich mich jetzt hin platzieren müsste. Deswegen versuche ich ein bisschen zu scouten, vorsichtig den Ränder abzufahren, ob ich ihn irgendwo sehe. Und jetzt habe ich ihn dort hinten gespottet. Ich könnte ihn treffen, wenn ich eingezählt hätte, aber er würde mich wahrscheinlich auch. Und er hat gefehlt. Hohoho. Hätte er mich irgendwie getroffen, ich habe null Panzerung in dem Ding. Hätte er mich irgendwie getroffen, wäre ich tot gewesen. Also er hat auf jeden Fall die Spotting-Weite, logischerweise, um mich da zu sehen. Ich meine, ich war nicht wirklich in Cover. Indem ich versucht, safe runterzukommen und Damage zu kriegen, hat mir aber die Kette kaputt gemacht. Schwierig. Wenn er hier gewusst hätte, dass ich die Kette kaputt gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich einfach draufgefahren, hätte mich dann weggepusht. Aber ich gehe hier davon aus, dass er wieder in die Mitte zurückfährt, weil er hat gesehen, ich bin hier in die Mitte reingefahren. Ne? Ich gehe davon aus, er rechnet nicht, dass ich wieder oben rumfahre, sondern fährt hier zurück, um mich frontal zu attackieren, dass ich irgendwie oben stehe und da chille. Bin ich einfach mal von ausgegangen, wir haben schon einen Krieger gemacht und 3200 Schaden. Das war jetzt so ein bisschen Gamble. Entweder mache ich jetzt einen Unentschieden draus, indem ich sonst wohin fahre, oder ich gamble und erwische ihn von hinten und ich hatte Glück. Sicher einziehen, sicheren Schuss. Yep. Geschafft. Das war eine wahnsinnige Runde. 3400 Schaden, 7 Kills, Krieger.
Ich glaube, ich hatte noch einen im Team, der irgendwie 3000 Schaden hat, dann 1700, dann war schon unter 1000 Schaden. Also ich habe das hier richtig hart mitgetragen, das Spiel. Und bin der Meinung, ich habe am Ende fast, ja, sogar fast meine ganze Muni leer geschossen, ne? Ich habe am Ende, glaube ich, ganz gut die Entscheidung noch herbeigeführt. Ich fand es schade, dass im Midgame mein Team ein bisschen das verloren hat, aber für mich ein spektakulär gutes Game. Hatte ich lange nicht und wollte ich euch nicht vorenthalten. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Bis bald und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.